Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lars und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal wieder um die Fiole Sande kümmern. Das ist ein Mount, was wir uns über Archäologie herstellen können. Und das Mount habe ich schon, aber ich brauche das Rezept für mein Eiche, denn ich bin so ein bisschen im Rezepte-Collecten im Moment. Und die Fiole Sande ist ein bisschen beschissener, denn die kriegt man nur über Archäologie. Und dafür braucht man halt ziemlich beschissene Materialien. Wir brauchen nämlich einmal hier die Tolvir Archäologiefragmente. Und da man die nur in einer Zone kriegt, und zwar in Uldum, dass ich es diesmal richtig sage, und man die ein bisschen blöd farmen kann, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich die Archäologie-Sachen in Warlords of Draenor farm, dann hier diese Kisten mir hole, diese restauriertes Artefakt, und mit den Kisten kann ich wiederum hier in Borallus beim Händler dementsprechend einfach die Tolvir-Fragmente kaufen. Meiner Meinung nach geht es so rum schneller, und ich würde sagen, wir hauen jetzt mal die 50 Kisten, die ich hier zusammengefarmt habe, was doch ein bisschen gedauert hat tatsächlich zum Farmen, hauen wir jetzt mal auf den Kopf, kaufen wir uns die Tolvir-Relikte. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen gekauft. Ja, Tolvir. Das meint, man backt das hier ein bisschen, dann bist du zwar über dem richtigen drüber, oder du meinst, du bist über dem richtigen drüber, du kaufst irgendwas anderes. Passiert mir öfter, wenn ich für meine BFA Legendary Produktion dann tausende von irgendwelchen Matt-Sachen kaufe und dann irgendwie eins zu hoch oder niedrig war und dann irgendeinen anderen Schrott kaufe und der ganze Inventar voller Schrott voll ist. Also da hatte ich schon das ein oder andere Gold verloren, aber hier zum Glück nicht. Ich würde sagen, die machen wir jetzt auf und ich hoffe, dass eine Kanufe zum Herstellen ist, wo dann wiederum das Rezept drin sein kann. Ich würde sagen, gehen wir einmal unter, ich habe es mir, glaube ich, hier sogar rausgezogen, unter Archäologie rein. Und zwar sind wir hier bei den Tolvir. Das letzte Mal habe ich blöderweise ein episches Teil hier rausgezogen. Das frisst dann immer irgendwie viele Materialien für nix und wieder nix. Das ist immer ein bisschen belastend, ehrlich gesagt, wenn sowas kommt. Wenn man normal Archäologie skillt, dann ist das schön, wenn man diese Sondersachen hat, ne? Aber mir bringt das jetzt relativ wenig an der Stelle. Es sind schon mal 150 Relikte einfach nur für den Kack weg. Gut, da können wir jetzt aber hier diese Teile reinhauen. Oh, die Sandburg, die brauche ich nicht. So, jetzt habe ich... Ach, das ist sogar ein Toy, das Ding. Interesting. Das wusste ich gar nicht. Das müssen sie irgendwann mal abgeändert haben, ne? Also das ist mir jetzt echt neu, dass das ein Toy ist. Gut, man kann in Archäologie rein. Kann es mit Cutter rein? Ja, doch, mit Cutter. Oh, interner Taschenfehler schon wieder. Ich muss, glaube ich, einen Ticken langsamer aufmachen, nicht, dass ich Relikte verliere. Und Toys kamen ja, glaube ich, erst zu MOP oder zu WOD. Ich weiß gar nicht, wann die Toybox kam. Irgendwie sowas um den Dreh, ne? Na komm, gib mir so eine Kanufe, Leute. Ah, da ist sie. Da ist sie. Nehmen wir nochmal ein paar auf. So, also das Ding hier kann ich herstellen und da drin kann dann das Rezept sein, was ich brauche, ne? Wenn ich ein bisschen Glück habe, hoffen wir es doch mal. So. Jetzt Daumen drücken. Daumen drücken hier. Ach komm, ich will keine Archäologie mehr machen. Komm, gib mir noch eine Kanufe. Nee, das ist was Falsches. Meine Felle schwimmen davon. Also ich habe jetzt schon 150 von diesen blöden Archäologie-Dingern gemacht. Und ich habe es immer noch nicht, ne? Das ist einfach nur traurig. Einfach nur traurig. Und das Ding kann ich halt auch vergessen. Das Gute ist, ich habe jetzt schon mal zwei epische weg. Die können, glaube ich, dann nicht nochmal kommen. Ja gut, also ich werde noch ein paar mehr von dem Stuff farmen. Wir sehen uns dann wieder, sobald ich genug zusammen habe. Und ich hoffe, beim nächsten Schwung habe ich es dann. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.